So, mal gucken, ob wir es wieder zum Haus schaffen. Wow. Na toll, dämlicher Köter. Okay, nochmal. Kommen wir durch? Wir kommen durch. Yippie-yay. Ups. Hier geht's lang. Wonderbra. Da hinten gibt es Batterien. Ich hole die, nehme ich noch mit. Was für eine sinnvolle Idee. Ich dachte zumindest, die gibt es hier hinten noch. Ja, hier. Bam. Very nice. So. Ging es irgendwo rechts rum? Nee, da muss ich noch. Ja. Hier geht's rechts rum. Und dann. Da ist Torbogen. Hallo Tor. Okay, jetzt gehe ich durch den Torbogen hindurch, drehe mich um. Und wärst du immer noch da. Immer noch da. Hey. Okay. Über den Weg. Komme ich hier raus? Komme ich hier raus? Ja. Das sieht sehr gut aus. Links das Tor? Ja. Gott, bitte lass es nicht schaffen. Bitte. Ich bin nicht um viel. Lass mich diese Level schaffen. Bitte. Eieieiei. Sarah, ich muss sagen, du hast einen extrem komischen Onkel. Also wirklich komisch. Aber gut, Familie, das willst du machen, wa? Kannst dir manchmal nicht aussuchen. Juppaidi, juppaida. Oh, ist dieser Wald. Ach, endlich ist der Wald fertig. Boah. Komm, Sarah, renn. Renn. Oh, da oben steht jemand drin mit dem Licht. Oh, oh. Da henni engst. Da henni engst her. Gleich ist sie weg. Boah. Ne? Komm ich da. So, hier irgendwo ist der Schlüssel. Ha! Schlüssel gefunden. Ja, geh auf diese scheiß Treppe hoch. Batterien. Alter, jetzt nix wie hier rein. Komm, 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 komm. Geschafft. Geschafft. Yes. Und hier gibt's Licht. Ich finde es voll schön. Hier gibt's mir wieder Licht. Frage ist noch viel, wie lange. Ja, geht sogar. Gibt es noch Batterien? Nein. Keine Batterien. Dann laufen wir mal weiter. Mal gucken, was hier passiert. Was haben wir denn da? Zündhölzer. Nehmen wir mit. Kannst du auch Licht mitmachen. Da ist nix. Da drüben. Oh, nix. Geht's hier lang weiter. Ein Raum. Gibt's einen Lichtschalter? Schade. Ach, das waren noch Zeiten damals, dass man Licht anmachen konnte. Lang ist es her.
Ich schwelge manchmal gern so ein bisschen in Nostalgie, weißt du? Ist schön. Das sieht ganz uncool aus. Kann man hier was machen? Nein, nein. Auch nix. Okay. Nächste Tür. Gibt die bitte hier, weil kann man das aufmachen? Kann man nicht. Oh, ein Schlüssel. Mal gucken, wo mich dieser Schlüssel hinbringt. Ah, da rein. Stairway to upstairs. Blut. Boah, jetzt kann ich wieder so fünf... Ich fang einfach hier mal an. Gibt's hier was? Sieht nicht so danach aus. Okay. Da war auch nichts. Nächste Tür. Tür 1, 2 oder 3. Hinter welcher Tür ist der Zonk? Sarah ist schon so fertig, die lässt sich jedes Mal die Tür ins Gesicht schlagen. Ja, liebe Sarah, selber schuld. Gibt's da was? Nein. Da? Nein. Hier gibt's ja gar nichts. Da? Auch nicht. Meine Herren. Zumindest haben wir den linken Teil jetzt komplett durchsucht. Dann können wir in die andere Richtung gehen. Hier hat sein Erdbeermarmelade auf den Boden geschmissen. Ist aber nicht so schön. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Nein. Da ist auch nichts. Nichts. Boah, ich habe 3 Ersatzbatterien. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Irgendwo hier wird schon noch was passieren, bin ich mir sicher. Die Musik droht es so ein bisschen an. Kann ich irgendwas froh spielen irgendwie? Somewhere over the rainbow oder sowas? Finde ich ein bisschen beruhigender. Aber ich finde schon mal toll, dass hier kein Hund rumrennt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich war das. Ich habe die Dose umgeschmissen. Das war ich. Sonst war keiner hier. Niemand. Nein. Nö. Ich war das. Ich. Ganzen Dinge abgelaufen für einfach nix. Gute 2 ist es immerhin. Ist ja auch was. So, ein Gang. Das sieht komisch aus. Hey. Nee. Oh, Alter, lass mich in Ruhe. Ich dachte noch, geil, Köter weg. Hehehehe. Der Aufzug scheint keinen Strom zu haben. Großartig. Jetzt gehen wir zu den Gegnern von diesen scheiß Kötern wieder ab. Und, oh, ich hasse diese Köter. Alter, warum? Warum sind überall diese scheiß Hunde? Warum?
Ja, Irrenhaus, das trifft's aber richtig. Diese Drecksköter. Kann ich das nicht mitnehmen, den damit einen in die Fresse hauen? Ehrlich, ist doch zum Kotzen sowas. Das mir jetzt schon wieder auf den Fersen. Ich kann nicht wirklich viel mehr machen, außer einfach irgendwo hinrennen. Und hoffen, dass sie mich nicht finden. Hier gelandet. Ja, ja, ist schön. Jetzt lass mich diese Drecksköter einfach in Ruhe lassen. Ah, jetzt macht die Tür auf. Das macht vielleicht Agro, hey. Ja, ich mach die Tür nicht auf. Jetzt ist wieder ruhig. Gefreut. Oh, diese verkackten Köter. Diesmal bin ich dran vorbeigelaufen. Diesmal habe ich es gesehen. Gerade wieder hecheln hören. Muss aufpassen, wo ich hintrete. Ah, du. Hat mich die ganze Zeit vor diesen verfickten Hund. Ach, sorry für meine Ausdrucksweise, aber das. Es ist ein bisschen frustrierend. Diesen dämlichen Hunden andauernd. Hör ich was? Nein. Aber immerhin, wenn ich die Räume durchsuche, weiß ich schon mal. Ah, hallo. Was ist denn das? Jetzt rennt der Köter da draußen rum. Ich glaube, er ist weg. Ich hoffe es zumindest mal. Hier reingehen. Okay. Zumindest habe ich jetzt meinen Gegenstand gefunden. Was mache ich jetzt mit diesem Gegenstand? Wo bringe ich den hin? Hier sind überall nur die gleichen Räume, in denen einfach nichts ist. Die ganze Zeit so dämlicher Hund durch die Gegend. Thank you.
suche jetzt erstmal hier alles ab. Wir hoffen, den Hund nicht wirklich auf den Weg zu rennen. Dann weiß ich ja. Ich hab noch einen. Na? Das ist auch nervig. Musst du 20 Mal drücken, bevor er die scheiß Tür aufmacht. Immerhin weiß ich dann, was es wo gibt. Und falls Hundi wiederkommt, dass ich direkt wo ich hin muss. Was ist das? Ich glaube, so langsam Arthur hatte ein kleines dreckiges Geheimnis. Ich weiß nur nicht genau was. Jetzt habe ich hier alles durchsucht. Ach scheiße, ich habe ja noch laufen sehen. Hoffentlich komme ich bald irgendwann in den Level, in dem ich nicht andauernd von irgendwas verfolgt werde. Das ist doch zum Heulen. Also nochmal. Wichtig, nicht gegen Dosen treten. Denn das macht Hundi auf uns aufmerksam. Das wollen wir nicht. Da war die nächste. Komm, beweg dich. Also ein bisschen mehr Speicherpunkte wären schon irgendwie angebracht gewesen. Oder so eine Schnellspeicherfunktion. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Das ist ja... Meine Fresse, Alter. Ah, einmal nicht drauf geachtet, zack, erschreckt sein. Die Hunde auch noch aufgeweckt, das ist super. Absolut großartig. Ich glaube, ich möchte ganz schnell wieder rausgehen. Die Sicherung entfernt. Der Aufzug scheint keinen Strom okay zu haben. Oh Mann, wo kommt dieser Kackhüter jetzt her? Oh. Game over. Bist schon wieder Game over gegangen, ne? So, die Kacke aber auch. Ist immer wieder das Gleiche. Und nochmal nicht auf die Dosen treten, damit wecken wir diese diese netten Hunde auf. Ich muss mich gerade ein bisschen kurz räuspern, das passiert manchmal. Heieieiei. Das ist ja wie ein Slalomlauf, ey. Ich muss mich ja voll konzentrieren. So ein ja, bumm. Ah, oh, wo kam diese dämliche Dose jetzt schon? Das macht einen so ein bisschen aggressiv. Jetzt renne ich in die falsche Richtung. Großartig.
Oh. Ja. Wieso kommt der immer von da hinten, Mann?